Nein, nicht mein Auto! Oh Mist. Die verbrennen die Hälfte, thank you. The fire department is on route to your location. Ja, und jetzt kommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder GTA 5 LSPDFR mit dem Vauxhall bzw. Opel Insignia. Und zwar heute im hohen Norden, weil wir heute natürlich schauen werden, okay, wie schlägt sich der Opel im Gebrauch einer Kontrolle bzw. im Kontrollpunkt, Segment oder Umkreis. Von dem her schauen wir heute und halten eben Ausschau auf verdächtige Aktivitäten oder wirklich komische Fahrzeuge oder natürlich auch sehr, sehr schnelle Fahrzeuge, unter anderem wie vor uns der Lexus LFA hier. Den müssen wir mal überprüfen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Natürlich mit einer Schutzweste, weil alleine als Polizist ist es natürlich schon wichtig, dass man sich entsprechend schützt, weil man nie weiß, was wirklich hier so abgeht. Okay, der Lexus scheint gar keine Probleme zu haben, gar keine Beschwerden. Okay, das ist auch neu. Noch nie einen Strafzettel bekommen. So, jetzt fahren wir mal auf die linke Spur, machen dann das Tempomat an. Muss ich aber noch richtig einstellen, merke ich gerade. Auf der Autobahn ist 100 erlaubt, sprich wir fahren 105 und halten Ausschau nach komischen Aktivitäten. Es bringt nämlich viel mehr, wenn man selber mitfährt, wenn man eben nur daneben steht, beziehungsweise am Kontrollpunkt ist es immer so eine Sache, aber im Umkreis findet man dann meist die ganzen Verdächtigen oder Komischen. Ja, man muss halt ein bisschen fahren und dann kriegt man das schon raus, wo die auch immer so abhängen oder wie die fahren und was die fahren. Denn das ist eigentlich auch das Wichtigste, zu erkennen, okay, wo könnte potenzielle Gefahr bestehen. Oh, wir haben schon Drugs hier, Drogen, internationaler Drogentransport. Wahrscheinlich wieder. Ja, International Drug Dealing. Okay, wir müssen hier links. Gut, dass da vorne eine Wendeplattform ist. Beziehungsweise was zum Wenden. Oh, der vor uns gibt aber auch ganz schön Stoff hier. Ja, mal schauen hier. So viel dazu, der nimmt sie einfach die Vorfahrt. Okay, wir haben aber ein höheres Ziel und zwar die internationalen Drogen, die dazu bekommen. Deswegen fahren wir jetzt mal hier mit Blaulicht entlang, damit die dann auch früh genug im Rückspiegel sehen können. So viel zu der Rettungsgasse. Eieiei. Boah. Da wir im letzten Video natürlich immer mit Gang-Leuten Probleme hatten, könnten die sich natürlich auch hier in der Gegend verstecken oder beziehungsweise versuchen zu entkommen oder zu fliehen. Unter anderem natürlich auch mit Drogen, hier wie jetzt in dem Fall. Wissen wir bloß nicht genau wer, wie was. Wir wissen nur 100%, okay, dieser oder derjenige oder diejenige hat auf jeden Fall Drogen dabei. Deswegen sind wir jetzt dran. Die ist auch echt schnell unterwegs, wie man merkt. Von 184 und sind nicht ganz dran. Ja, der fährt über 135. Also noch auffälliger geht's ja gar nicht. Ah, das Auto ist auch ein bisschen getuned, scheint so. Ja. Ich schätze mal, dass nicht nur die Reifen modifiziert worden sind. In dem Fall. So, wir lassen mal mit dem Motor ganz bewusst an. Zwei Frauen in einem Auto, mal schauen. Wir wurden übrigens ein bisschen befördert von der Waffenauswahl nach dem letzten Gangfight. Gut, dass wir die direkt verwenden können. So, und hinterher. Jetzt aufpassen, dass die keine Drogenpäckchen verschwinden lässt. Ja, wir sind dran. So, Weg absperren, Weg absperren. Ah, so, jetzt, das reicht eigentlich schon. Raus aus dem Auto. Oh, da läuft Öl aus dem Auto. Stehen bleiben. Raus aus dem Auto, sofort. Ah, die eine haut ab. Shit, da ist ein Päckchen. Oh, Hände hoch jetzt sofort. Ja, an dem anderen müssen die Kollegen dranbleiben. Ah, jetzt fangen die Schießen an. Oh shit. Oh fuck, nein. Wir brauchen sofort die Feuerwehr. Sofort die Feuerwehr. Fuck. Panik bricht aus.
Oh shit, bevor jetzt gleich die ganze Autobahn hier in die Luft fliegt. Ja, frag nicht so lang. Nein, nicht mein Auto! Oh Mann. Die verbrennen die Hälfte, thank you. The fire department is on route to your location. Uiuiui. Kollegen, kann ich mir mal kurz euer Auto borgen? Ging das? Nee. Okay, sie wollen mir das Auto nicht geben. So, dann müssen die hier mal ein bisschen Zivilcourage zeigen. Bitte, ich muss kurz das Auto nehmen, ne? Dankeschön. So. Na? Ich habe mir natürlich wieder das beste Auto ausgesucht zur Verfolgung. So, okay, los geht's. Na, okay, wenigstens was etwas Größeres. So. Guten Tag. Great Ocean Highway. Polizei. Copy that. Ende der Reise hier. Don't make me use this. Okay, wir müssen uns dabei beeilen. Ich weiß gar nicht, wie viele Beweise die mittlerweile verschwinden haben lassen. Deswegen müssen wir ein bisschen hinne machen. Aber für die eine hier gibt es gleich einen Transport ins neue Eigenheim. Wir nur schauen hier, dass wir das schnell machen. Okay, ich brauche ein anderes Auto, das ist viel zu langsam hier, das riesige. Ja, jetzt gibt es natürlich nur solche, ne? Wenn ich mal ein anderes brauche. Da hinten stehen die Kollegen. Haben die vielleicht gerade Mittagspause und können mir das Auto leihen? Nee, können sie sicher nicht. Na gut, okay, dann nehme ich mir so einen Jeep. Kriegen sie auch gleich wieder hier. Ich meine, stört ja keinen, wenn ich das kurz nehme. So. Na komm, spring an. So, okay, auf geht's. Oh, das Ding ist ja viel zu schnell, hä? Attention all units, we have a 1099 in Palatial Bay. Interaktive Werbung hier. So. Okay, der fährt jetzt wieder auf die Autobahn. On our way. Damn, man. Ah, shit. Wir schauen, wie wir den kriegen. Ich glaube, der hockt da vorne in dem. Ja, genau, der hockt immer noch im selben Auto oder die. So, raus aus dem Auto mit. Zack, zack, jetzt hier. Das reicht schon, was für ein Chaos die hier angerichtet hat. Ah, super. Und jetzt haben die Kollegen sie erschossen. Gerichtsmediziner. Und zusätzlich dazu brauche ich noch einen Abschleppwagen. Danke, dass die mir hier mein Auto kaputt gemacht haben, ne? So, jetzt haben mir die Kollegen schnell ein neues Auto vorbeigebracht. Weil das alte musste ja leider gehen. Nur gut, dass sie zufällig genau denselben nochmal hatten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch ein Beweismittel, was wir einsammeln müssen. Ich habe zwar nicht viel mehr gesehen. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht mehr Beweismittel schon verschwunden sind. Aber eins war auf jeden Fall da, wo ich markiert habe, auf der Straße gelegen. Und das werden wir uns jetzt mal wieder schnappen. So, okay. Mehr habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Das ist natürlich blöd, weil ich werde die ganze Zeit auf Verfolgungsjagd. Wir präsentieren uns trotzdem dem Gericht. Mal schauen, was denn so anfällt. Die Fahrerin ist so und so tot. Also wird es schwer, der irgendwas anzuhängen. Ja, der Passagier, Asami Kagawa, wurde schuldig gefunden. Possession of Drugs und Verweigern des Arrests, okay. Bedeutet jetzt 2 Jahre. Na, das ist nicht viel. Wie viel habe ich für... Ja. Fünf Beweisstücke habe ich verpasst. Oh, Mist. Ja gut, wenn man natürlich in der Verfolgung ist, kriegt man nicht so viel mit, aber naja, haben sie selber zuzuschreiben, dass eine tot ist, ich meine, was soll man machen? Dann die halbe Autobahn ist in die Luft geflogen hier. So und so, lustig. So, jetzt holen wir mal den Coca-Cola-Truck da. Der ist ja direkt an dem Checkpoint vorbei. Mal schauen, vielleicht haben wir da dann was Größeres. Trailer habe ich, oh, Trailer. Ich will aber hier den Truck. Dankeschön. Das Problem ist immer, wenn man nicht genau da ist, weil der Trailer an sich wird natürlich... sogar der Trailer ist gesucht. Das ist ja lächerlich. Ja gut, aber jetzt kommt es zweimal raus. Einmal der Carl Heron und einmal der John Walker. Ja gut, ich meine, beide sind gesucht. Trailer sowie Fahrzeug. Wahrscheinlich nicht zugelassen oder sonstiges. Oh, hallo. Nichtsdestotrotz werden wir den dann hier rausziehen, aber nicht hier mitten auf der Straße bei einer Ampel, sondern wir fahren da dann in die Firmengelände, Einfahrt Gedöns, hier links rein. Bitte folge, ne?
So. Mr. Coca-Cola, dann bleiben wir hier stehen, weil ich schätze mal, hier sollten wir im Moment keinen blockieren. Ansonsten ist hier immer blöd zu parken. So, guten Tag, der Herr. Inside looks brand new, okay. Ein ganz neuer Truck, wie es scheint. Hast du getrunken? Na, okay, er will uns schon mal nichts sagen. Da müssen wir schon mal einen Drogentest machen. Ich meine, der ist so und so gesucht, wahrscheinlich, also. Ein Drogentest, komm. Okay, will er anscheinend nicht. Dann machen wir es anders. Führerschein, Fahrzeugpapiere brauche ich mal. So. John Walker. Ja, gesucht, ist klar. Ja, so wie der Anhänger auch. So, Hände hoch. Ich glaube, der wusste, dass er gesucht ist. Aber gut. Ist schon ein bisschen älter der Herr. 49. Na komm, steh wieder auf. Nach 50.000 Volt durch den Körper. Überlegt sich zweimal, ob er es nochmal möchte. So. Oh, jetzt hör auf zu meckern, bitte. Ich will heute noch nach Hause. So. Ja, okay. So. Kann er ja gleich wieder fahren, aber eben hinten im Polizeiauto mit. So, dann sollen sich die Kollegen vom Truck, Tow Truck Service, also vom Abschleppdienst hier drum kümmern. Viel Spaß beim Abschleppen, sag ich da nur. So, und wir fahren weiter. Sein Eigenheimtransport ist auch schon da, wunderbar. Gut, weiter geht's. So, was haben wir denn jetzt? Palato Bay for a grand theft. Oh, wieder mal Diebstahl hier. Palato Bay Diebstahl, da waren wir doch gerade. Okay, die organisierte Diebstahl ist dann. Attention, this is dispatch. Approach with caution. Ah, der kommt nicht weit aus der Firmeneinfahrt raus. Kann eigentlich gleich da stehen bleiben, ja. Ja, okay. Hat er sich eine lustige Position ausgesucht? Ich glaube, ich nehme mal lieber das hier. Guten Tag. Hände hoch. Sofort Hände hoch. Beide. Beide Hände hoch, habe ich gesagt. Hände hoch. Hallo. Das ist lächerlich. Die Kollegen mal gerufen. Ich sehe nicht, dass der jetzt abhaut hier. Kann er nicht sich woanders hinstellen hier? Kollegen, kommt mal bitte. Required on a muss man hier kurz. Ja, gut. Was will dazu? Copy that. We're in the vicinity. Ich kümmere mich um den anderen. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Jetzt ist der andere natürlich wieder aufgestanden. Can we get someone with a visual? Target last seen on a Great Ocean Highway. Jetzt hat er noch einen Flieger genommen hier. Kollegen, was machst du schießen hier? Ja, der liegt selber, lebt nicht lang. Na dann. Weiter geht's. So. Dann schnappen wir uns noch. Geht doch. So, Kollege, Endstation jetzt hat hier. Na komm, hör auf zu zucken. LSPD, stand down! So. My God, finally! Gut. Wunderbar. Ja, wieder mal die Shoplifter hier geschnappt. Gut, dann würde ich sagen, Leute, das war's auch schon wieder mit GTA 5 LSPDFR. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Roger. Ciao.